dachte, ich nehme mich bei dem Wetter mal mit auf den Balkon, denn ich habe heute ein neues Stück geschrieben und ja, ich dachte, ich spiele es euch einfach mal vor. Es ist noch nicht fertig und die Frage ist, ob ich es fertig mache. Und ja, wenn es euch gefällt, mache ich es vielleicht weiter. Patrick arbeitet bei Penny an der Kasse und Lisa putzt bei Lidl und macht jeden Abend die Lichter aus. Patrick ist unter der Woche immer spät dran und Lisa ist eigentlich nur nachts wirklich ganz zu Haus. Die beiden schreiben sich jeden Morgen gegenseitig Zettel, die nehmen sie dann mit und lesen sie bei der Arbeit. Ich hab neulich durch Zufall einen von denen gefunden. Ich bin ganz rot geworden, er war sehr romantisch, ging aber auch recht weit. Am Samstag nimmt Lisa immer übrig gebliebenes Obst und Gemüse mit und Patrick kaputte Nudelpackung und dann kochen sie ein, es kaum. Was danach passiert, das ist privat, aber schön. Und am Sonntag schlafen sie aus und Patrick fragt Lisa: Sag mal, liebst du mich noch? Und sie sagt: Du Blödmann, für immer. Discount Liebe bin ich, aber echt. Discount Liebe. Discount-Liebe bin ich, aber echt. Discount-Liebe, du bist gar nicht mal so schlecht. Discount-Liebe, so günstig ist Liebe sonst nicht zu kriegen. Discount-Liebe, doch egal zu welchem Preis, Liebe wird am Ende immer siegen.